Dann rücken sie eigenständig und ohne weitere Unterstützung von Artillerie- oder Luftstreitkräften nach Fasorabad ein. Zusätzlich wird aus Nordosten Bravo antreten und aus Süden auf der Hauptstraße restliche Kräfte des Zuges antreten. Kommen wir verstanden. Alpha hat verstanden. Hübsch. Wunderbar. Oh Gott. Wie macht ihr das mit dem TRS? Dass ihr Channel übergreifend Whisperlist. Alpha, nächste Luftabwehrstellung mit Lasermarker markieren. Anflug in 30 Sekunden. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Rechts unten, ja, in der Stadt. Ja, ich hab's kabumm verpasst. Oh, jetzt kommt gleich das nächste. Noch eins. Schießen hier eigene gerade? Alpha, A10-Einsatz hat stattgefunden. Ich möchte Wirkung beim Feind von Ihnen wissen. Wir haben erstmal als Priorität die Flugabwehr zerstört durch die A10. Dies war erfolgreich, beide Flugabwehrpanzer auf Ketten sind zerstört. Verstanden. Ich gebe Ihnen erneut Air Support frei. Yay! Alpha verstanden. Da, was hauen wir jetzt weg? Am besten die T90 da hinten an der an der Straßensperre, oder? Oder mehr in die Stadt rein? Da, wo am meisten ist. Was ist denn das da unten, was gerade reinfährt? T72. Wo? Was? Links von den beiden Schilkers, die zuletzt hochgejagt wurden. Da ist auch ein BMP. Letzter Funkspruch konnte nicht aufgenommen werden, wiederholen. Die fahren sich ganz. Das war. Das war schön. Linse. Die Dinger. Der BMP ist noch aktiv. Alpha, bereit machen für letztes Ziel. Oh Gott, letztes Ziel, was soll ich noch zerstören? Sagt mir. Irgendwas Schweres, würde ich sagen. Was von den schweren Panzern oben. Von den dicken Panzern oben, okay. Haben wir Sprengstoff dabei, um die manuell zu zerstören? Ich führe mit 2 Sprengladungen, 4 Minen. Ey, mein Akku ist gleich leer. Und? Oh! Wunderbar! Gut, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir einrücken. Gar nicht. Links bei dem Gebäude, wo das extra abgegrenzt ist, wo sich gerade mehrere Feinde bewegen, würde ich gerne von links über die Straße auf dieses Gelände und die NPC-Einheiten vernichten. Andere Vorschläge, Anregungen, Wünsche? Haben wir noch AT aktiv, dass wir erstmal Fahrzeuge ausschalten können? Der Held hat noch eine Javelin. Alpha, dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du den T90 hier unten an der Kreuzung Richtung Norden ausschalten würdest. In 3-4 Minuten. Was hat er gesagt? Wir haben BRDM hinter uns, wir haben BRDM hinter uns. Südwestlich, bei den Panzersperren hinter der Villa. Haben wir ein AT4, irgendwas, das man nah ansetzen kann. Kommt sofort zu der Mauer zurück. Sofort zur Mauer. Am besten in das Gelände rein, wo er uns nicht sehen kann. Scheiße. Okay, was machen wir jetzt? Und er hatte noch einen dabei. Der zieht zurzeit Richtung West. Der Held zieht sich mal mit mir zurück, um den Panzer in Visier nehmen zu können. Die mit einer Sprengladung? Wir haben nur die Javelin. So, halt! Stopp, in Deckung. Weiter zu mir. Jetzt nimm die Javelin raus. Okay, und jetzt, wenn du über die Kuppe guckst, kannst du den sehen. Zur Ablenkung würde ich euch bitten, die anderen hier rechts hinter die Mauer zu gehen, wo wir eben waren, und ein paar Mal nach unten zu schießen, beziehungsweise einfach zweimal zu schießen, dass wir zu euch kommen.
Oder Granate werfen, genau. Benzin aufgeschaltet, schießen. Zurzeit schaut er doch weg, ist doch sicher. Okay, stimmt. Feuerlaufen, oh, für die Jammer. Er dreht sich. Feind hat Leute hinter der Mauer jetzt erfasst. Jo. Wunderbar. Feinde ausgeschaltet. Einer noch. Down. Ist down. Okay. GPM sicher und checken, ob noch andere Feindeinheiten dort sind. Okay, gesichert. Schauen wir mal, was geht. Und der läuft doch noch. Braucht doch einen FL. Einmal hinter dem BRDM weggehen. Ich probiere den mal hier rauszufahren. Ich glaube, das wird nichts. Das ist schön aufgebockt. Nee, der hat sich da selber festgefahren. Okay. Gut. Sehr schön. Jetzt weiter Strategie planen, um unten einzufallen. Na, das klang auch schon mal ganz gut in den abgesperrten Militärbereich. Ja. An der Mauer lang. Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir von den unten patrouillierenden Panzern nicht gesehen werden. Ja, da fährt gerade links ein BMP raus. Richtig, den habe ich nicht. Wenn wir es richtig schaffen, kann ich die Straße zuminen, weißt du? Ich würde sagen, wir gehen an der linken Mauerseite, gehen wir raus, weil er den Rückweg antritt. Okay, okay. Gut, dann folgt mir erstmal. Alle hier runter, etwas links halten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist mir etwas zu offen. Wir könnten noch weiter links rumgehen. Rechts kommt man relativ sicher Alpha, an die oberen A10 Gebäude. Au, A10 ist wieder einsatzbereit. Dann können wir gleich wieder markern. Die Pieder wegmachen. Alpha hat verstanden, markiert demnächst wieder mit dem Laser auf Abruf. Sind die eigentlich NPC geflogen? So nein, Deathbite fliegt die. So gut? Ja. Eine Heilige. Naja, wenn der Laser drauf ist, dann fliegt die Bombe automatisch dahin. Ich markiere einfach mal da hinten. Return to formation. Dass sie den fetten Laserpunkt nicht sehen. Sind das unsere Kollegen gegenüber? Ja, sie haben eben schon eine Rakete auf den Ding geschossen. Alpha, zur Info, bevor weitere Luftunterstützung gewährleistet werden kann, müssen Sie Zielgebiete von Bomben anderen Teams mitteilen, welche in der Nähe sind. Was? Muss den anderen Teams sagen, dass ich da hinschießen will mit der Bombe oder was? An alle Kräfte im Feld, eigenständig erbeutete Mii fliegt Airbase an. Achtung auf feindlich wirkende Luftstreitkräfte, erst nach Bestätigung der Zugführung Feuer frei. Hier Zugführung ohne Quettung, Ende. Wer ist denn da drüben von uns? Charlie. Charlie, für Alpha bitte kommen. Hier, Charlie, kommen. Wir planen in Ferrosabad den T90 an der Straße auszuschalten. Nur damit ihr Bescheid wisst, euch nicht in die Nähe begebt. Ende. Ja, so verstanden. Wir versuchen den Militärstütz anzunehmen. Alpha, hier Zugführung kommen. Alpha hört. Alpha, wie ist die Lage bei Ferrosrapid? Wir sind, die A10 ist wieder bereit und wir sind weiterhin dabei, Panzer und andere schwere Fahrzeuge auszuschalten. Das ist verstanden. Zugführung Ende. Charlie weiß nun, Entschuldigung, Alpha für Piloten, bitte kommen. Piloten hören. Charlie weiß nun Bescheid, dass wir den T90 planen anzugreifen und halten sich von der Bombeneinschlugschneise fern.
Verstanden, Ziel kann gesetzt werden. 5 o'clock and 200 meters. Werden wir gerade beschossen? Das ist Charlie drüben, die feuern. Ja. Von dem Militärgelände. Und der T90 feuert gerade. Okay, das ist ja nicht zu übersehen, aber. Ja, läuft schon Munition ohne Ende. Ja, stimmt. Ich lass den Lasermarker mal da drauf liegen, gleich wieder da. Jo. Bada bing, bada bum, bada bum, bum, bum. Ja, wenn jetzt nicht ein zweiter Angriff startet. Ein Tiefflug da hinten. Ja, das war da hinten mit der BMP. Und es macht Bumm, wenn ich dich sehe. so. Da ist noch ein T90, den markiere ich gleich mal wieder. Sind vorne zum. Ja, sind's. 2, 3, 4, so. Wie machen die das? In Zucht extrem oder was? Irgendwer feuert da auf den. Keine Ahnung. Das ist ein MG-Schütze von uns. Pilot für Alpha, bitte kommen. Pilot, ne? Ist ein weiterer Anflug der A10 auf Ziel geplant? Positiv. Ziel ist markiert. Verstanden, Anflug in ca. 20 Sekunden. Und wenn wir den ausgeschaltet haben, können wir mal weiter vorrücken. Was jetzt fatal wäre, wenn jemand durch mein Bild laufen würde und dann der Laserpunkt genau auf uns ist, während die Bombe losfliegt. Darf ich? Nein. Warte, das wäre richtig mies. Bisschen weiter die Straße hoch sind noch Freunde von uns, die sollen da nicht weiter reinlaufen. Ist das Charlie. Noch Charlie? Ja. Charlie für Alpha, bitte komm. Hier, Charlie, komm. Alpha, es hat sich ein bisschen verzögert. Bin jetzt im Anflug. Charlie, es kommt noch ein Bombenangriff entfernt. Auf die Kreuzung. Bitte weiterhin fernhalten. Ja, so verstanden. Wir nehmen Deckung auf höher gelegener Position. Okay, verstanden. Ich hoffe, ich habe es noch rechtzeitig gesagt. Ja, doch. Na nur, ich höre sie noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Er hat gesagt, es hat sich etwas verzögert. Alpha, markieren Sie das Ziel. 1,5 Kilometer entfernt. Ziel ist markiert. Jetzt ist er noch 1,5 Kilometer entfernt. Und? Okay, vielen Dank. Das war's erstmal von Alpha mit Markierungen. Piloten verstanden, Ende. Gut, jetzt kann ich den Marker wegpacken. Und meine MK-Maut wieder rausnehmen. Nordöstlich ist auch schon ein Tag von uns in der Stadt. Charlie für Alpha, bitte komm. Charlie hört. Wir sind soweit fertig mit Angriffen auf gepanzerte Fahrzeuge. Ihr könnt nun weiter in die Stadt vorrücken. Aus Nordosten ist Foxtrot auch schon drin. Ach, die sind schon drin. Na dann, wir haben auch einen.
Hier vorne müssen wir aufpassen, da war, oder habe ich vorher noch Feindkontakt gesehen. Ja, verstanden. Wir sind zwischen dem Zaun, also zwischen dem halb kaputten Zaun und der rechten Lagerhalle. So. Nee, war da, glaube ich, vorhin, die müssten die eigentlich erwischt haben. Ja. Bis zur Mauer, ich warte hier, mal ausschließen, bis alle da sind. War das Feind? Also hörte sich nach klang wie eine Waffe von uns. Ja, klang wie eine MK-Mod. Okay, dann mir nach. Auf alle Ecken und Eingänge immer ein bisschen achten, dass wir nicht überrascht werden. Und auch in die Gebäude reinschauen, weil da verstecken sie sich auch gerne. Two, return to formation. Hier zur Führung, bis auf Foxtrot der vorgehende Funkspruch erneut an mich senden, Zugführung Ende. Richtung Nord sind eigene bereits an der Straße, Achtung. Ja. Bei Feinkontakt Feuer, oder? Ja. Hier Zugführung letzter, wir sammeln uns auf der angenommener Funkspruch anderen. Wiederholen, komm. Welchen letzten Funkspruch? Keine Verbindungsaufnahme möglich, Zugführung Ende. Östlich sind auch noch welche von uns in der Stadt. Soweit würde ich sagen, ist Hirosabad recht ruhig, oder? Bestätigung. Okay, dann melde ich das mal so ans OPZ. OPZ für Alpha, bitte komm. Mein Kontakt ist. Ja, das ist der einzige T, das ist der T90, der da noch lebt. Ein T90 lebt. Ja, das ist der eine statische Stellung, der eine statische T90, der da oben stand, den wir nicht. Letzter Funkspruch, der nicht entgegengenommen wurde, erneut. Das war unser. Okay, der ist, ist markiert. Hier Zugführung. Oh, letzter Scheiße. Funkspruch, der nicht entgegengenommen wurde, erneut. Kommt. Alpha für OPZ, bitte kommen. Alpha, sprechen Sie. Wir haben Ferrosabad soweit geklärt. Es ist keine Feindbewegung mehr zu sehen, bis auf einen einzelnen T90, den wir jetzt noch gemeinsam ausschalten werden. Die meisten gepanzerten, alle gepanzerten Fahrzeuge sind soweit zerstört. Alpha, oh. Das ist wunderbar. Wir sind schon im Zentrum von Faisalabad stehen. Dann sickern Sie jetzt ins Zentrum ein, in enger Koordination mit Charlie und Foxtrot. Alpha hat verstanden. Under fire! Oho. Kommt hier weg, nicht davon. Da ist er, der ist tot. Der ist tot! Wir haben ihn verloren! Kann jemand Dominik heilen? Ich habe keine Option. Ach, der steht. Der Erzähl ist schon abgeflogen jetzt, ne? Charlie für Alpha, bitte kommen. Hier, Charlie, komm. Laut OPZ sollen wir gemeinsam mit Foxtrot uns jetzt in die Mitte von Ferrosabad begeben. Ja, so verstanden haben wir. Foxtrot für Alpha, bitte kommen. Foxtrot hört. Laut OPZ sollen wir jetzt gemeinsam mit Charlie in Richtung Zentrum von Ferrosabad vorrücken. Positiv. Was markieren die da mit dem Lasermarker? Ganz genau.
noch einmal salutieren. Wunderbar, machen wir hier einen kleinen Sitzkratz und warten auf Anweisungen. Oh Mann, alle sitzen hier rum. Wenn jetzt einer kommt. Na, der hat dann sicher seinen Spaß.